Hilfe! Wir haben kein Licht mehr. Scheiße, ich sehe nichts mehr. Aber ich habe ja meine Campinglampe. So viel zum Thema Blackout. Keine Panik. Ja, ihr Lieben. So kann das nämlich gehen, wenn man nicht vorbereitet ist. Dann sieht man auf einmal nichts mehr, wenn Stromausfall ist. Und sorry, der Hund hat sich gerade neben mich gelegt und dann ist er hier gegengekommen. Ja, dann weiß man nicht, wo man jetzt eine Taschenlampe hat, dann weiß man nicht, wo man Kerzen hat oder was auch immer. Und deswegen wollte ich euch ja mal ein paar Tipps geben, was man dann in so einem Fall machen kann. So, ich sage jetzt mal, wir Frauen, wir lieben ja Deko. Und von daher sind wir eigentlich immer auf der sicheren Seite im Gegensatz zu den Männern. Wir haben ja solche Kerzen hier. So, da muss ich ja mal wieder Staub rauswischen. Ja, auf jeden Fall, die habe ich natürlich auch noch in groß und die machen viel Licht. Also jetzt die kleine, aber da muss ich auch eine neue Batterie reinmachen. Batterien kommen unten rein. Und die sind einstellbar auf 6 Stunden. Also wenn man die einschaltet, kann man die einfach nur ein- und ausschalten oder auf den Timer stellen, dann geht die von da an, wo man die eingeschaltet hat, 6 Stunden an. Und dann geht die nach 6 Stunden wieder aus und am nächsten Tag geht die dann um dieselbe Zeit wieder an, wieder 6 Stunden und so weiter. Und das ist ja das Schöne. Und die habe ich zum Beispiel, also die großen davon, die sind dann so, also so ungefähr. Und die machen auch helles Licht. Die habe ich dann an meinem Küchenfenster und Wohnzimmerfenster stehen. Also wenn hier wirklich mal Licht ausgeht, sehe ich trotzdem immer was. Und ja, die kleineren, die habe ich schon mal auf dem hier Wohnzimmertisch oder irgendwo da am Schrank stehen. Ja, dann habe ich natürlich auch diese Glasflaschen mit den Lichterketten drin. Die habe ich mal alle selbst gemacht, aber die kann man auch überall kaufen. Und die kann man auch mit Timer machen, dass sie von selber angehen. Oder man weiß eben, wo man die Flasche mit der Lichterkette hingestellt hat und macht die eben selber an. Die Lichterketten haben ja. Also hier ist jetzt zum Beispiel einer, die ist vom Sommer noch hier, deswegen hat die Blümchen. Die, jetzt muss ich ja das Silber erstmal so nach da vorne. So, das kann man ja fühlen. Selbst wenn man nichts sieht, fühlt man ja den Schalter, wie man das dann anschalten kann. So, von daher, selbst wenn man jetzt keine Lichterkette mit Timer hat, schafft man es aber im Dunkeln, die anzuschalten, wenn man jetzt weiß, wo man die hingestellt hat. Ja. Ja, und die ist auch mit Timer. Ist die Batterie alle? Ja, Batterien sind alle. Da kommen jedenfalls 3 Stück rein und die hält 2 Wochen, bis die leer ist. Ja, die hätte ich jetzt nur sowieso weggetan und keine neuen Batterien mehr reingetan, weil wir ja jetzt die Weihnachtsdeko haben. Ja, dann hatte ich ja hier letztes Mal mein LED-Bild, mein Weihnachts-LED-Bild und ich habe noch ein kleines, das zeige ich euch jetzt mal. Weil normalerweise steht das LED-Bild woanders. Ich hatte das nur hier für das eine Video eben hier auf der Couch hingestellt. So, das ist so eins. Das hat jetzt nur ein kleines Licht. Das habe ich im Flur, weil nämlich da eine Lampe von den Halogenstrahler kaputt gegangen ist. Und die ist so weit oben, dass ich da nicht drankomme. Noch nicht mal mit einem Stuhl. Also da falle ich eher die Treppe runter und breche mir die Knochen, als dass ich da drankomme. Ich bin nur mal klein. Ja. Und deswegen habe ich jetzt nämlich so ein Bild da oben in der Ecke. Und das ist tatsächlich so, dass ich die Stufen gut erkennen kann. Ja, deswegen kann man auch solche LED-Bilder sich irgendwo hinhängen. Die gibt es auch ganzjährig, also mit irgendwelchen neutralen Motiven. Jetzt einfach ein Wald oder Blumen oder Tiere oder irgendwas. Das muss man jetzt nicht speziell mit Wintermotiven machen oder Weihnachtsmotiven. Und dann kann man die ganzjährig nämlich da hängen lassen. Die sind übrigens auch mit Timer. Und das ist schon praktisch. Was aber noch wichtig ist bei diesen Kerzen, wenn ihr noch keine habt, kauft euch diese hellen. Nicht jetzt rote oder lilane oder orange oder so. Die hellen sind am hellsten. Dann kann man wirklich den Raum ganz gut erkennen. Weil wenn man jetzt rote hat, dann hat man eigentlich zwar das Licht von der Kerze, aber die strahlt nicht so. Darauf müsst ihr auch achten. Und
Diese Lampions, die man schon mal auf der Terrasse hängen hat, oder wenn jetzt eine Geburtstagsfeier oder irgendwas ist oder ein Sommerfest, diese Runden da, die sind da so zusammengeklappt und dann kann man die doch so auseinander machen und dann ist da unten auch eine Batterie drin und dann werden die doch mit so einem Stab so auseinander gemacht, dass das so hält und dann kann man die aufhängen. Die gibt es natürlich als Lichterkette auch in so klein, aber ich rede jetzt von den großen, die man einzeln aufhängen kann. Und da habe ich jetzt in der Küche, habe ich drei so Strahler und wenn da das Licht ausgeht, darunter habe ich so ein, die gibt es ja in groß und in so klein und ich habe so ein kleines, habe ich mir da drunter gehangen, falls nämlich mein Blackout ist, dann kann ich da und da komme ich auch so dran, da brauche ich keine Leiter oder irgendwas, kann ich die eben einschalten. Und dabei ist es auch wichtig, die gibt es ja auch in allen Farben. Sucht euch helle Farben, weil alles, was dunkler ist, ich hatte zum Beispiel mal eine lilane für Halloween, dann seht ihr nichts. Dann seht ihr nur, dass die Lampe an ist, aber vom Raum seht ihr nicht viel. Und das bringt ja dann nichts. So, und wenn die jetzt so hell ist, hellrosa, so wie mein Pullover, so ähnlich. Oder, was gibt es noch für helle Farben? Ja, so Cremefarben, die gibt es ja auch mit Muster und so. Also sucht euch helle Farben. Das ist immer wichtig bei diesen Sachen. Dann habt ihr eine gute Beleuchtung. Ja, und die kann man sich, wie gesagt, einfach unter die normalen Lampen hängen. Dann hat man sowas. Oder man hängt sich eben einfach die Lichterketten noch an diese normalen Lampen dran, damit man eben auch immer noch was für Notfälle hat. Ja, und wie gesagt, ansonsten kann man sich diese Bilder da im Internet bestellen und aufhängen. Was wichtig ist, macht den Timer. Nicht bei allen Lichterketten, Bildern, Lampions und sonst was gleichzeitig an, sondern versetzt, zeitversetzt. Weil ihr wisst ja nie, wann mal so ein Blackout kommt. Ja, und dann ist es vielleicht genau dann, wenn gerade alle Lichterketten ausgegangen sind, ihr vielleicht gerade ins Bett wollt und an die irgendwo gegenrennt, gegen die Türe oder irgendwas, weil genau in dem Moment alle Sachen ausgegangen sind. Deswegen immer ein bisschen Zeit versetzt, damit ihr so lange noch irgendwo eine Lichtquelle habt, bis ihr dann schlafen gegangen seid. So mache ich das nämlich auch. Ich habe nämlich noch Lichterketten an den Fenstern oben. Unten sind ja die Kerzen. So, und da geht alles dann immer ein bisschen später an. Dann habe ich am Wohnzimmerschrank noch eine. Dann habe ich an meinem Marlboro-Plakat im Wohnzimmer noch eine. Und hier an diesem Ding, da ist ja auch noch eine Idee. So, und die gehen alle immer zu einer anderen Uhrzeit an und wieder aus. Und das ist das Beste, dann hat man nämlich immer, ist man auf der sicheren Seite. Ja, und dann, wenn man jetzt, wenn der jetzt länger dauern sollte, dieser Stromausfall, sage ich jetzt einfach mal, kann ja auch nur ein ganz normaler Stromausfall sein, kann man sich, damit man wirklich mal mehr sieht im Raum, kann man sich eben solche Campinglampen anschaffen. Wer campen geht, hat vielleicht schon sowas. Die gab es mal bei Action, aber so was Ähnliches von anderen Firmen gibt es ja auch überall. Ja, und dann kann man die aufhängen. Hier unten kommen die Batterien rein. Da kommen, glaube ich, vier Stück rein. Ich mache mal eben auf. Ja, so vier Stück. Hier ist der An- und Ausschalter. So, und der macht noch Flackerlicht und noch so ein Warnsignal in Knallrot. Also, ach ne, gar nicht, nicht Flackersignal, das war woanders. Das ist jetzt das ein bisschen gedimmte Licht und dann macht er dieses Rote. Also, ich mache mal eben Licht aus, dann machen wir das nochmal. So. Also, so ist es nämlich in hell, dann ist es abgestuft und in rot. So, und das ist ja schon nicht verkehrt. Und wie gesagt, man sieht so eigentlich viel im Raum mit der Lampe und die kann man sich auch auf den Tisch stellen. Und man kann dieses obere Teil auch abmachen. Habe ich jetzt die richtige Richtung? So, genau. So, das ist einfach nur festgedreht. Ne, ich muss das Licht ausmachen, sonst sieht man das wieder nicht. So, da oben ist das so. Da wird dann einfach nur da so reingedreht, fertig. Ja. Und wie gesagt, die kann man dann einfach so auf den Tisch stellen. Man muss dieses Ding nicht da dran machen. Und dann hat man eine wirklich helle Lichtquelle. Ja, und die Batterien, die halten auch ziemlich lange. Wenn man das jetzt wirklich ein paar Stunden anhat. Ich habe die auch immer viel auf meiner Terrasse, wenn ich da abends noch lange sitze im Sommer. Und
Da ist die ganze Terrasse nicht beleuchtet. 15 Quadratmeter Terrasse habe ich. Ja, dann habe ich soweit noch in klein, soweit ähnliches. Also genau das. Und zwar diese hier, die gab es auch mal bei Action, aber wie gesagt, diese ganzen Sachen, ne, das hat jetzt nichts, ich will auch keine Reklame für Action machen, obwohl die schon solche Sachen immer günstig haben und die sind auch von der Qualität her immer gut. Aber die gibt es von allen möglichen Firmen, weil ich habe die ja im Sommer gekauft, nicht dieses Jahr, vor 2 Jahren glaube ich schon, die gab es aber letztes Jahr auch wieder und dieses Jahr glaube ich auch. Die kann man hier einschalten. So, und die macht nämlich das Flackerlicht. So, ich mache das auch noch mal aus. So. Also, das ist wirklich auch sehr hell für so eine kleine Lampe. Dann ist das ist jetzt das helle, dann das abgedimmte Licht. Und dann den Flackermodus, wenn irgendwie man Hilfe braucht oder irgendwas. Oder wenn man Party feiern möchte. Eine Art Disco-Blitzer. Ja, machen wir das richtige Licht wieder an. Ja, und die kann man, wie gesagt, auch hier schön überall hinhängen. Ja, ist auf jeden Fall eine schöne Lampe. Und die Batterien kommen hier oben rein. Oder Batterien? Ne, achso, 3 Stück sind das. Die sind hier in so einem. Ja, dann wird das einfach zusammengesteckt. Und dann kommt das da rein. Und fertig. Ja, hatte ich noch was zum Thema Licht? Ja, wenn man jetzt so Solarlampen hat, sind die natürlich für draußen praktisch, wenn man jetzt aus dem Haus rausgeht, weil ich muss ja mit dem Hund zum Beispiel noch spazieren gehen und wenn jetzt draußen alle Laternen aus sind und meine Laterne an der Haustüre auch nicht funktioniert, dann kann man ja natürlich auch die Treppe runterfallen. Und dann sind vielleicht Solarlampen, gibt es ja auch schon als richtige Laternen, die man festschrauben kann. Aber ich habe da ja ein Vordach drüber, da kommt gar kein Sonnenlicht hin. Von daher geht das bei mir nicht. Ja, haben wir so einen Stromausfall im Winter, funktioniert das ja auch nicht, weil die sich ja nicht aufladen kann. Das darf man immer nie vergessen, weil viele rüsten um auf Solar und im Winter haben sie dann doch nichts. Also von diesen Lampen da. Ja, das ist natürlich dann doof und deswegen könnte man sich dann auch einfach so eine kleine Lampe draußen eben an der Seite irgendwo hinhängen oder direkt an der Haustür geht auch. Die scheint wirklich so weit, dass man dann die Treppe auch noch sieht, die Stufen. Oder wenn man Geländer hat, könnte man sich die auch am Geländer dann hängen. So, ist ja nur, dass man was sieht und nicht da runterfällt oder so. Ja, und wenn man dann, wie ich jetzt mit der Hunde spazieren gehe, ich nehme ja immer Taschenlampen mit. So, wo ist die? Na, jetzt habe ich im Moment habe ich die hier. Die ist auch von Action. Ja, alles von Action. Die ist auch ziemlich hell. Die leuchtet auch weit, aber leider. Ich weiß nicht, wie man das jetzt hier machen kann. Man das sehen kann, so mal vielleicht. So, die hat nur so einen kleinen Kegel und nicht so einen großen, dass man so das ganze Umfeld beleuchtet hat. Auch nicht, wenn man jetzt weiter weg ist. Dann ist das trotzdem, ich halte die mal weiter weg, ist es trotzdem nur dieser kleine Lichtkegel. Und das ist natürlich doof, weil man dann eben nur einen ganz kleinen Ausschnitt im Dunkeln sieht. Und wenn jetzt von da hinten irgendwelche Leute einem entgegenkommen, die man nicht sieht, oder ich jetzt mit anderen Hunden dann, und meine verstehen sich nicht mit anderen Hunden, ist dann natürlich doof. Gut, meine Hunde haben ja die Leuchtes an den Geschirren, aber andere Hundebesitzer machen sowas nicht an deren Hunde dran. Und wenn ich dann nicht so einen weiten Lichtkegel habe, dass ich die Person mit dem Hund dann auch erkennen kann, ist dann natürlich doof. So, oder Verbrecher. Wir wissen ja nicht, was so nachts da rumläuft. So, und von daher wäre das schon besser, wenn man dann eine Taschenlampe hat, die einen großen Lichtkegel hat und weit leuchtet. So, darauf sollte man auch achten. Habe ich aber, die ist direkt an meiner Hundeleine, habe ich die festgemacht und ja, damit gehe ich ja dann nachts immer raus. Die nehme ich immer nur, wenn ich schon mal allein unterwegs bin oder wenn
die andere gerade leer ist und ich noch keine Batterien gewechselt habe. Ja, die Batterien kommen hier rein. So, das ist auch wieder so ein Dreier-Ding. So, wie das ja so üblich ist. Ja, dann wird er wieder zugeschraubt, fertig. Ja, hier ist noch so eine Schlaufe, kann man dann aufhängen. Kann man jetzt auch im Haus natürlich benutzen, wenn man jetzt keine Campinglampe oder irgendwas hat. Das ist ja nur für Notfälle, damit man überhaupt was hat. Das kriege ich hier wieder ganz schwer zu. Das ist natürlich nicht so toll, weil das hier so ein Metallverschluss ist, der so... Na, der knirscht auch so komisch, wenn man da zu drin will. Das ist so wie mit so einer Creme, wie heißt das? Jetzt, wie ich jetzt hier für meine gebrochenen Rippen die ganze Zeit ja Sportsalbe drauf tue, wenn man dann so eine Salbe hat und den Verschluss abgemacht hat, kriegt man den nie wieder dran. Jedenfalls ich nicht. So ist das jetzt hier mit. Ah! Ja, normalerweise kriege ich das gut zu. Also das sieht jetzt so aus, als wenn es so ist ein bisschen schief. Naja, muss man vernünftig machen. So. Vielleicht bin ich jetzt auch nur aufgeregt, weil ich das Video mache und kriege das nicht hin. Keine Ahnung. Egal. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, Taschenlampe sollte schon einen großen Lichtkegel haben, dann ist man auf der sicheren Seite. Und wenn man die jetzt einfach nur für im Haus benutzen würde, weil man eben diese Campinglampen nicht hat, ist es ja auch besser, wenn man dann auch den ganzen Raum besser ausgeleuchtet hat. Ja, was haben wir noch zum Thema Licht? Fällt mir noch was ein? Ja, Kerzen natürlich, wer Kerzen hat oder Teelichter. Aber immer eine gucken, feuerfeste Unterlage und dass die nicht umkippen und so weiter. Und dass keine Haustiere da in der Nähe dran kommen und was weiß ich. Ja, und dass man die auch wieder ausmacht, wenn man schlafen geht. Ne? Das vergessen nicht manche Leute und auf einmal brennt das dann. Das ist zu gefährlich. Ich hatte mir mal so, so ein Vierer-Set Lampen gekauft. Die sind so bunt. Die sehen so aus, ja, ich kann die jetzt leider nicht abmachen. Ich hatte die, glaube ich, aber schon mal fotografiert. Oder ich fotografiere die noch und hänge das hinten dran. Die sehen so ähnlich aus wie die. Dann haben die aber nicht hier diesen Plastikaufhänger, sondern hier ist eine Kordel. Und an der Kordel muss man auch ziehen, dann geht die an. Also da ist jetzt nicht dieses zum Anmachen. Und die machen auch helles Licht. Die sind auch, glaube ich, nur für Indoor. Und die habe ich auch überall hingehangen, weil die sind auch sehr, sehr hell. Also dann kann ich nämlich die zum Beispiel woanders hinstellen und die, wie gesagt, nach draußen an der Treppe zum Beispiel. So, dann habe ich hier alles erleuchtet und dann ist das egal, ob ein Stromausfall ist, wie lange der ist. Aber wenn der jetzt lange ist, dann denkt daran, dass ihr auch für alle Lampen und Lichterketten die passenden Batterien und genug Batterien habt. Sonst funktioniert das ja nicht. Ja, das ist wichtig. Dann ist noch wichtig, wenn wir jetzt wirklich vom Ernstfall ausgehen, dass wir tatsächlich einen Blackout haben, der lange dauert, und jetzt nicht nur einen Tag, dann geht es ja auch weiter, dass... Dadurch, dass wir ja keine Stromversorgung mehr haben, dann auch die Toilette ja nicht mehr geht und duschen nicht mehr, Wasser nicht mehr. Deswegen muss man genug Wasser im Haus haben. Natürlich kann man dann nicht mehr sich dann duschen. Dann kann man eben nur, wie die unsere tolle Regierung uns dann vorschlägt, mal eben Katzenwäsche mit einem Waschlappen kurz. Ja, es gibt aber auch noch Feuchttücher, die man sich anschaffen kann, die man zur Not noch verwenden kann. Ja, aber... Wenn man jetzt auf ein Klo muss und man kann ja nicht mehr aufs Klo gehen, weil man nicht mehr abziehen kann und man möchte ja auch nicht das Wasser, was man zum Trinken hat und eventuell so ein bisschen Katzenwäsche machen, verschwenden, weil das Trinkwasser ist ja nochmal wichtig, dann sollte man sich tatsächlich einfach mal Katzenstreu anschaffen. Kauft euch einfach das billigste Katzenklo, was es gibt. Es gibt ja einfach nur diese Schalen. Das reicht ja, da braucht ja nicht mit so einem Haus da sein und alles, weil man ist ja nun mal keine Katze. Sondern hockt man sich eben da drüber und dann macht man da rein. Das ist ja nur für Notfall. So, und das Katzenstreu, das klumpt ja, also klumpendes Katzenstreu. Gibt auch nicht klumpendes, aber dann ist das wieder sinnfrei. Also klumpendes Katzenstreu müsst ihr euch dann holen.
Und dann könnt ihr das dann mit der Schippe da rausmachen, entfernen im Müllbeutel und den Müll nach draußen tun. Natürlich kommt da erstmal wahrscheinlich keine Müllabfuhr, aber immer noch besser, als wenn das eine Wohnung hier ist oder man zum Wald laufen muss oder im Gebüsch oder so. Und wenn das alle machen, weil ja jeder mal irgendwann auf dem Klo muss, wie soll das denn dann aussehen draußen? Und vielleicht findet man auch gar keinen freien Platz mehr. Ich wohne ja schließlich in der Stadt, wir haben hier nicht viele Gebüsche. Ja, aber so was muss man sich auch Gedanken machen. Ansonsten für alle die, die noch viel Gebüsche und viel Natur haben, die kaufen sich bitte alle einen Klappspaten, machen sich ein kleines Loch, so, dann hocken die sich da drüber und wenn sie fertig sind, schaufeln die da wieder zu. Fertig. So einfach ist das. Ja, ist aber wichtig. Ja, und dann habe ich mal in einem auch so ein Bushcraft-Outdoor-Video da irgendwie gesehen, hatte sich einer so ein Klo gebastelt, in Anführungsstrichen, für draußen aus dem Eimer. Und dann kam da drauf, ja, wie heißt denn das nochmal? Achso, Schaumstoff, da kriegt man ja im Baumarkt. Und das ist wie so eine Schaumstoffschlange, sage ich jetzt mal. Und das hatte der dann eingeschnitzt in der Mitte, also so geschlitzt besser gesagt. Und hat das dann auf den Eimer so drumherum gemacht, als Polsterung, und hat sich dann da drauf gesetzt. Und da rein kam natürlich auch Katzenstreu. Oder es gibt auch, glaube ich, muss man mal gucken, für diese Campingtoiletten oder irgendwas anderes, wenn man jetzt draußen campt, da gibt es, glaube ich, auch noch so andere Sachen, die man dann nehmen könnte. Da kenne ich mich jetzt aber nicht mit aus. Also zur Not kann man, wie gesagt, immer Katzenstreu nehmen. Ja, und für alle, die campen gehen und Wohnmobile haben oder in der Art irgendwie sowas, die haben ja vielleicht eine Campingtoilette und die können die natürlich dann benutzen. Ja, aber wie gesagt, ich weiß nicht, was man da alles für braucht, dass man dann alles parat hat und die dann auch benutzen kann und nicht sagt, ach du, jetzt fehlt mir noch das und das dafür. Also wenn sowas wirklich kommen sollte, muss man da schon alles fertig haben. Ja. Was gibt es noch? Ach so. Natürlich braucht ihr auch alle einen Verbandskasten und zwar am besten einen, wo auch größere Wunden mit abgedeckt werden können. Also wo viel Verband drin ist und wo auch größere Pflaster drin sind und nicht nur hier so ein kleinen, was weiß ich, 2 oder 3 € Verbandszeugs da mit 3 Pflaster und einen längeren Verband, da kann man nicht viel mehr machen. Schon gar nicht, wenn man jetzt noch eine Familie hat und Kinder dabei sind oder so. Ich bin ja alleine, da brauche ich vielleicht wirklich nur ein kleines Pflasterchen. Aber man sollte da auch sich schon wirklich Gedanken machen und einen größeren Verbandskasten sich anschaffen, wenn man sowas noch nicht hat, wo alles drin ist und auch mehrfach. Damit man, falls man nämlich im Blackout sich tatsächlich verletzt, das kann ja durchaus sein, wenn man jetzt eben noch nicht so genau weiß, wo man seine Lichterketten gerade platziert hat oder was auch immer, oder die gerade doch ausgegangen sind und man im Dunkeln steht und verletzt sich, weil man irgendwo drüber gefallen ist oder was weiß ich, was passiert ist. So, das kann immer sein. Ja, und was kann man noch machen? Oder worauf sollte man noch achten? Ja, es gibt ja diese Kurbelradios, die auch solarbetrieben werden und mit Batterie gibt es also, wo dann alle 3 Sachen sind. Und dann kann man zum Beispiel kurbeln, um dann mal zwischendurch eventuell Nachrichten zu empfangen, um zu hören, ob der Blackout jetzt nur in dieser Stadt ist, dann ist es nur ein Brownout. Ob der in ganz Deutschland ist, ob der in ganz Europa, auf der ganzen Welt oder wie auch immer ist. Im ganzen Universum. Sterne sind auch alle dunkel. Weil wir nämlich im schwarzen Loch reingekommen sind. Nein, Quatsch. Ja. Auf jeden Fall, wie gesagt, auf diese ganzen Sachen müsst ihr achten, dass ihr genug zu essen habt, genug zu trinken. Trinken ist das Wichtigste, Essen ist so ein bisschen zweitrangiger. Und Essen einteilen, weil man ja eben nicht weiß, wie lange der Blackout ist.
Ja, und wie man Essen zubereitet ohne Strom, habe ich ja die anderen Videos schon euch gezeigt. Vielleicht mache ich da auch noch mal ein. Ich wollte ja noch mal einen Kuchen backen mit Teelichtern. Ja, und das mit dem Brot bzw. Brötchen, das war ja nur so klein, mit einem Teelicht, das ist ja sowieso schon mal gut, dass das überhaupt auch mit einem Teelicht funktioniert. Auch wenn das da 6 Stunden oder wie lange gedauert hat. Wenn man jetzt schon alle Teelichter verbraucht hat, man hat nichts mehr, aber man hat noch ein bisschen Mehl und man hat noch Hunger und man hat die ganzen Essenssachen aufgegessen, dann kann man froh sein, dass man, auch wenn es eben lange dauert, aber man verhungert nicht, weil man tatsächlich mit einem einzigen kleinen Mini-Teelicht trotzdem noch ein Brot backen kann. Ja, und deswegen habe ich das ja auch ausprobiert. Natürlich gibt es andere Sachen. Ich habe ja jetzt mittlerweile mir so ein Stöfchen da gekauft, so eine Länge, so eine Warmhalteplatte, besser gesagt, wo man mehrere Teelichter drunter machen kann, wie ihr in dem einen Video ja sehen könnt. Dann geht das alles schneller. Man kann auch von den Backblechen, also ein Backblech unten hin tun, darüber diesen Rost und unten drunter kommen die Teelichter. Und auf dem Rost kann man dann einen Topf stellen oder ja, hier so eine Kuchenbackform oder sonst irgendwas. So, dann geht es noch schneller, weil man dann ja darunter so viele Teelichter machen kann, wie man möchte. Trotzdem muss man immer gucken mit der Hitze, mit der Wärmequelle, ne, dass man sich selber nicht verbrennt, dass es nicht zu heiß wird oder da irgendwo doch was abfackelt, je nachdem, wo man das hinstellt und so weiter. Ach so, ja, was ich auch noch sagen wollte, wenn man jetzt unterwegs ist und die Laternen sind alle aus. Also in manchen Städten sollten die ja sowieso schon aus sein wegen der Energiesparerei. Ich finde das natürlich ja nicht so gut, weil hier bei uns zum Beispiel, ne, ich wohne ja im Ghetto, hier sind viele Einbrecher, Kriminelle, Drogensüchtige und ach, ich weiß nicht, was alles. Ich möchte da gar nicht aufzählen. Auf jeden Fall ist es hier wirklich gefährlich. Hier sind auch schon Schießereien gewesen und was weiß ich, was alles. Also, da ist es schon wichtig, wenn die Laternen anbleiben, wenn wir aber jetzt alles dunkel haben. Und wir haben hier tatsächlich die Straßenlaternen schon ganz oft ausgehabt. Hat jetzt nichts mit der mit Stromsparen zu tun, sondern das ist einfach unser Netz ist überlastet und dann ist wieder irgendwo was kaputt und dann fällt einfach alles aus. Dann rufe ich bei der EVO wieder an, dann schalten die am nächsten Tag wieder alles an, wenn sie es repariert haben, also wieder gut. Ja, ich kenne das schon, wie das ist, wenn die ganzen Straßen alle stockdunkel sind. Aber ich habe ja trotzdem keine Angst. Ich gehe ja auch nachts mit den Hunden alleine im Wald spazieren. Von daher, ich bin da in dem Punkt schmerzfrei. Ich bin ja hier aufgewachsen im Ruhrpott und hier ist das alles ein bisschen anders. So, wer Angst hat, kommt hier nicht weit. So, und das ist nämlich der Punkt. Ja, dann geht man nämlich unter. Ja, und deswegen sollte man, also wenn man jetzt eine kleine Taschenlampe hat, geht das auch, aber mit der großen natürlich geht das noch besser. So, wenn man jetzt zum Beispiel angegriffen wird, kann man die nämlich auch als Verteidigung nehmen. So, und zwar kann man als erstes mal den Angreifer, der einem näher kommt, man merkt das ja, wie eine Person auf einen zukommt. So, man hat ja erstmal die Lampe und leuchtet den an, sondern leuchtet man direkt dem in die Augen. So, dann sieht man ja schon mal erstmal nichts, wenn es ja drumherum dunkel ist. Und in der Zeit kann man dem dann nämlich die Lampe noch auf den Kopf hauen. Ja, aber ist so. Was will man denn sonst machen? Natürlich kann man den auch noch zwischen die Beine treten und keine Ahnung, was alles. Also gibt es schon ganz viele Sachen, die man machen kann. Je nachdem, wie groß der ist, muss man ja auch noch gucken. Ansonsten, aber hiermit kann man richtig gut zuschlagen. Also so, andere haben ja einen Schlagring und so kann man eine Taschenlampe nehmen. So, und dann, oder man kann von vorne schlagen, man kann so, dann ist die Faust strammer. Ja, und wie gesagt, man kann die einfach so auf den Kopf hauen. Also das ist schon auch zum Schlagen so ein Gerät. Ja, und die geht ja auch nicht so schnell kaputt. Also das ist schon nicht verkehrt. Also man kann die einfach nur den Weg leuchten, man kann den damit blind machen, indem man dem erstmal in die Augen leuchtet und dann haut man dem die auf den Kopf und dann kann man schnell wegrennen.
Ja, oder man tritt noch rein und was weiß ich, aber ich möchte ja jetzt hier keine Tipps geben, wie man eine Person fertig macht. Aber ist ja nur für Notfall. So, und ansonsten kann man immer noch Trenngas mitnehmen, also dieses CS-Gas oder Pfefferspray. Da muss man aber immer gucken, wie die Windrichtung steht, sonst kriegt man das selber mit. Und wenn man dieses hat mit dem Sprühnebel, ist das sowieso blöd, weil man davon meistens doch immer was mitkriegt. Es ist selten so windstill, dass man nichts mitkriegt. Das ist einfach so. Kommt aber auch darauf an, wie nah oder weit weg derjenige ist. Wenn der zu weit weg ist, kriegt er sowieso nicht mit. Wenn er nah ist und zu nah schon, dann kriegt man das selber auch mit. Also ist das von daher auch immer so eine Sache. Und für mich ist das sowieso mittlerweile nichts mehr durch meine Allergien. Und mit meinem Asthma, dann schalte ich mich damit auch noch selber aus. Also brauche ich sowas gar nicht mitschleppen. Aber es gibt ja dieses noch mit diesem Gelstrahl, der da rauskommt. Das habe ich aber noch nicht ausprobiert. Aber da gibt es bestimmt hier bei YouTube auch Videos drüber. Informiert euch im Internet. Ja, auf jeden Fall kann man sowas noch mitnehmen. Für alle, die einen Waffenschein haben, haben ja bestimmt so eine Schreckschusspistole, wo man ja auch Gas und Patronen reinmachen kann. Ja, oder man feuert vorher mal so ein Schreckschussding ab. Aber bei uns hier im Ghetto ne, lässt sich von Schreckschuss keiner abschrecken. Ja, traurig. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, sollte man dann schon gucken, was man macht. Aber ne, man soll ja jetzt auch nicht, wenn man jetzt noch ein Messer oder irgendwas mitschleppt und sich sicherer fühlt, gut, dann macht das. Aber das kann einem auch, wenn man jetzt selber keinen Kampfsport kann, kann der andere einem das aber schnell wegnehmen oder wegtreten, aus der Hand raustreten oder die Hand umdrehen, dass man das fallen lässt. Dann hat der das hinterher und dann ist man auch wieder der Doofe. So, von daher, ne, das sind alles Sachen, die kann man nur machen, wenn man sich damit auch auskennt. Sonst hat das keinen Sinn. Das geht immer sonst alles schief. Deswegen lieber nur so eine Taschenlampe. Dann hat man Licht, kann den in den Augen leuchten. Da kann man auch keinen mit verletzen, wenn der jetzt doch nicht nichts Böses will. Weil manchmal kriegt man ja vielleicht Panik und ist voreilig mit der Abwehr. Und dann war das hinterher nur der Nachbar oder so. Nein, aber ne. Ja, und wie gesagt, damit kann man aufschlagen und fertig. Das ist auf jeden Fall schon mal das Einfachste. Jo. Ja, ansonsten muss man eben im Haus bleiben. Ja, und wenn man Hunde hat, wie ich jetzt, so, ich sage, es ist eh ein gefährlicher Hund und von daher kommt eh keiner in unsere Nähe. Ja. Aber wenn man jetzt, die sind ja nicht groß, die Hunde, die ich habe. Aber wir wissen ja auch nicht, kommt da jetzt nur einer uns entgegen oder kommen da jetzt 10? Dann nützen die kleinen Hunde auch nichts. Dann kann die Sarah nur so giftig sein. So, dann kann sie ein oder zwei packen und was ist mit den restlichen? Die packen sich dann nicht oder was? Also von daher, wie gesagt, das ist immer alles so eine Sache. Mit der Selbstverteidigung. Ja, auf jeden Fall ging es ja jetzt erstmal überwiegend ums Licht, wie man auf dem Klo gehen kann, wenn im Blackout. Ja, das sind so die Sachen. Ich glaube, das ist erstmal alles. Das ist das Wichtigste soweit. Ja, Verbandskasten, wie gesagt, müsst ihr daran denken, dass da alles drin ist. Große Verbände und große Pflaster. Wenn wirklich mal doch irgendwie ein Unfall ist oder sowas. Ja. Ja, ihr Lieben, das sind so erstmal die Tipps, die ich euch geben kann. Und falls euch noch was einfällt, was wichtig ist, schreibt es bitte drunter. Und ich werde noch ein Video von Outdoor Schieben, wie heißt das? Ja, doch, Outdoor Schieben Go verlinken oder beziehungsweise den Link darunter machen unter dem Video, weil der ganz viele Tipps zum Blackout und auch für Krisenvorsorge und was hat er noch? Auch Selbstverteidigung und auch, wenn man jetzt im Wald überleben müsste und was weiß ich, der hat alles Mögliche. Und der hat auch schon, weiß ich jetzt nicht, 3 oder 4 Videos mit der Vanessa Blank zusammen gemacht. Die macht ja auch Outdoor, die habe ich ja auch schon lange abonniert.
Und das kann man sich auf jeden Fall angucken. Und der rechnet auch immer alles vor, wie im Moment der aktuelle Stand hier bei uns in Deutschland ist mit der Stromversorgung, mit der Gasversorgung. So, und der hat die neuesten Daten immer im Gegensatz zu unserer Regierung. Und ja, guckt euch das an, dann werdet ihr hinten rüberfallen. Ansonsten, wenn ihr nicht schockiert sein wollt, guckt es euch nicht an. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Das ist ja jetzt nicht hier für, wer weiß, weil das ist ja nur, dass man wirklich zur Not irgendwas hat, was man machen kann. Ach ja, was auch noch wichtig ist, weil kann ja auch, was weiß ich, Strom ausgefallen sein, weil jetzt ein Ast oder ein Baum offen irgendwo drauf geknallt ist. So, und so eine Säge wäre eigentlich auch immer wichtig. So, es gibt ja diese Klappsägen, die gibt es auch in verschiedenen Größen. So was könnte man sich anschaffen, wenn man nicht viel Platz hat, weil so was kann man zur Not auch immer gebrauchen. Oder in diesem Sinne hoffen wir mal, dass es nicht dazu kommt, zur Katastrophe. Achso, und wer Medikamente einnehmen muss, muss die sich natürlich schon am besten in diese Döschen da vorbereiten, damit man das im Dunkeln auch wieder findet und nicht dann da aufgeschmissen ist und das alles nur suchen muss. Ja, so. Alles klar, ihr Lieben. Bis zum nächsten Video. Tschüss.